freue mich darauf, auch euch wieder bekochen zu dürfen. Herrschaftssitze aus der Feudalzeit, große Güter, prunkvolle Anwesen. Mecklenburg-Vorpommern ist reich an Schlössern und Herrenhäusern. Nicht alle haben die Stürme der Jahrhunderte unbeschadet überstanden, einige jedoch sind nach der Wende aus dem Dornröschenschlaf erwacht, befinden sich in privater Hand oder laden zum Urlaub auf dem Lande ein. Wir sind zu Gast im Schloss Kittendorf, ein Haus wie im Märchenbuch. Früher das Domizil der Aristokratie, heutzutage wird es als Hotel genutzt. Hallo Herr Büttner, seit wann haben denn auch normale Bürger die Möglichkeit, hier im herrschaftlichen Stil Urlaub zu machen? Und wie schwierig war es, aus einem Schloss ein Hotel zu machen? Ja, also seit 1994 können hier Gäste empfangen werden und werden hier auch Gäste empfangen. Es war, dieses Schloss wieder zu sanieren, war sehr schwierig, denn es hat doch eine sehr reichhaltige Geschichte zu DDR-Zeiten, von einem Lazarett über Kindergarten mit Konsum bis hin zum Internat, Lehrlingswohnheim und Internat. So waren zum Beispiel in der Orangerie Zwischendecken eingezogen, die rausgerissen werden mussten. Das ganze Parkett wurde neu verlegt und vieles, vieles mehr. Aber seit 1994 werden hier Gäste empfangen und verwöhnt. Die Saison ist ja anders als die davor. Wie managen Sie den Hotelbetrieb unter den aktuellen Corona-Maßnahmen? Mit Umsicht. Wir wollen, dass alle Gäste wie auch alle Mitarbeiter hier gesund bleiben, aber auch eine schöne Zeit erleben. Es gilt eine Kapazitätsbeschränkung von 60%. Für die insgesamt 26 Doppel-, Einzelzimmer und Suiten bedeutet dies, dass nur 16 Zimmer gleichzeitig belegt sein dürfen. Aufgrund der historischen Bausubstanz gleicht kein Raum dem anderen, jedes Zimmer hat seinen individuellen Grundriss. Die heutigen Bewohner kommen aus allen Ecken der Welt, nicht wenige aus England. Bewirtet werden sie mit einem täglich wechselnden Menü, darunter viele Wildgerichte, regionale und saisonale Angebote. Sehr begehrt ist das Schloss für feierliche Anlässe. In normalen Jahren finden hier monatlich bis zu 4 Hochzeiten statt. Für den schönsten Tag im Leben wählen nicht wenige die historische Kulisse des Schlosshotels in Kittendorf. Herr Büttner, was macht denn das Schlosshotel Kittendorf zu einem lohnenswerten Urlaubsziel? Vor allem die Ruhe und Erholung, die unsere Gäste hier bei uns finden. Egal ob im Schloss selber mit seinen vielen Winkeln und Ecken, egal ob der Linné-Park mit der Kittendorfer Peene oder die vielen Seen und Wälder in unserer Region. Und dennoch sind alle touristischen Attraktionen schnell und gut erreichbar, aber hier ist der Ruhepol. Super, haben Sie vielen Dank, dass wir hier sein durften und wir wünschen noch eine erfolgreiche Saison. Vielen Dank. Schloss Kittendorf liegt auf der Grenze zwischen Seenplatte und Mecklenburgischer Schweiz. Im Umkreis von wenigen Autostunden sind von hier aus hunderte Herrenhäuser zu erreichen. Das historische Erbe Mecklenburg-Vorpommerns lädt mit seinen vielfältigen Baustilen aus unterschiedlichsten Epochen zum Erkunden und Erleben ein. Die MV-Reporter werden unterstützt durch die Landesmarketingkampagne Mecklenburg-Vorpommern. MV tut gut.